Moin liebe Trixer und willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich habe jetzt 10 Stunden Reise hinter mir, ich bin richtig kaputt. Ich bin von Barcelona aus erstmal losgeflogen bis nach Berlin, bin in Tegel gelandet, habe da das letzte Video geschnitten und hochgeladen, das war richtig stressig. Habe ich wieder ins Flugzeug gesetzt, bin von dort aus nach Düsseldorf geflogen, von Düsseldorf aus mit der S-Bahn hergefahren und jetzt bin ich hier in Essen am Hauptbahnhof, denn hier in der Stadt Essen findet jetzt ein 4-tägiges Event statt, das geht morgen früh los und darum geht es heute in diesem Vlog. Herzlich willkommen. Hier findet jetzt nämlich die Spiel statt. Das ist eine riesige Messe, wo Hai und ich als Team Somnium zusammen mit As Altenburger, der deutschen Tochterfirma von Katamundi, einen Stand haben. Ich hatte ja ein Infovideo gemacht, ihr konntet Somnium und Copac-Karten als Bundle bekommen für Preise, die es so wahrscheinlich nie wieder geben wird. Also das war schon heftig. Aber alles weitere dazu jetzt. So, ich wurde abgeholt von Oliver Michael Stuckmann. Kurz, der Michi. Der Michi. Schreiben alle, der Michi. Der Michi, Mann. Ich habe ja heute den Vlog gesehen aus Dornum. Da haben wir ja gesagt, dass du eigentlich jetzt offiziell etabliert bist als der Frank. Weißt du das noch? Ja, der Frank Sinatra der Neuzeit. Genau. Der Frank Sinatra der Neuzeit. Der Frank. Und außerdem dabei der Akteur, mit dem ich zusammen den Stand rasieren werde. Auf jeden Fall, Digga. Der Dennis Greiner. Ja, einmal. Und was wartet? Zitat Dennis. Wir lasen es uns schmecken. Und jetzt wird auch gleich wirklich schon Zeit fürs Bett, weil es ist gleich 12 Uhr Mitternacht und um spätestens 7 Uhr müssen Heido und ich aufstehen. Der nächste Morgen, Hai und ich sind jetzt auf dem Weg, wir steigen jetzt in die U-Bahn und fahren zur Messe. Ich habe einfach nur Klamotten eingepackt für warmes und mittelwarmes Wetter und es ist einfach so arschkalt hier in Deutschland. Es sind hier 10 Grad kühler als in Barcelona und der Hai hat mir seine Jacke ausgeliehen, weil ich halt keine wirkliche Jacke da habe, sondern nur halt diese Strickjacke. Hashtag fresh. Einmal Hashtag Ehrenhai in die Kommentare. So, wir sind angekommen an unserem Stand. Hier könnt ihr uns jetzt 4 Tage lang sehen. Ich habe noch nicht die passenden Klamotten, weil das ist einfach nur ein schwarzes Shirt. Und der Haido, ja, das ist schon nett, das ist schon gut. Aber geht noch besser. Ich glaube, das geht noch besser. Und zwar, schaut mal. Ich bin in Schale geworfen, der Hai ebenfalls. Dreh ich mal um, Hai, dass die Leute auch die Rückseite sehen. So sehen unsere Shirts aus. Jawohl! Freunde, seht ihr das? Das ist ganz exklusiv eine Karte aus der nächsten Somnium-Edition. Wir decken jetzt ab, wie die heißt. Mhm. Aber dreh mal um. Ich hoffe, da sieht man noch nichts. Okay, mach mal auf. Wow, also das ist nachher zensiert, das sehen die Leute nicht. Aber warte, Alter. Also die haben mehrere Versionen wahrscheinlich. Hey, das ist ja... Ja, ja, sind die unterschiedlich? Ja, die sind, hier ist abgerundet, da ist eckig. Junge! Wow. Ich finde nur hier, das finde ich ein bisschen zu klein hier. Und das muss ein bisschen größer, weißt du? Wir sind hyped, wir haben es jetzt gerade selbst zum ersten Mal gesehen. Ich freue mich auf die nächste Edition. Achso, man muss sie lizenzieren, oder? Ja. Yeah. Wir sind jetzt auf Mission, Hai und ich. Wir haben so schicke Flyer hier. Oh yeah, das sind... Oh, da sind wir. Wir gehen jetzt zum Eingang, belagern den ein bisschen, nerven die Leute, die reingehen, zeigen denen ein paar coole Tricks und verteilen ein paar Flyer, dass sie alle auf jeden Fall zum Stand kommen und ordentlich abräumen. Ja, das ist jetzt so unsere erste Aufgabe. Und gleich sind wir am Stand. Da kann ich dann, denke ich mal, ein bisschen besser vloggen. Bis gleich. Wir haben jetzt erst ein paar Stunden geschafft. Wir haben jetzt erst 2,5 Stunden. Ich bin schon heiser. Wir haben ganz viele Flyer verteilt und hinten am Stand sind schon super viele von euch. Wir wollen eigentlich einfach nur die Toilette finden. Und meine Stimme ist ein bisschen heiser. Okay, aber nach 2 Stunden schon heiser. Da müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Und da winkt auch schon wer. Wer winkt denn da? Oh mein Gott, da lass uns mal durchkämpfen jetzt. Der Cardistry.max auf Instagram. Ja, nett. Warte. Und einmal ein Gruß an die Vlog-Zuschauer. Wie viele ihr seid, okay. Schön, dass ihr alle da seid, herzlich willkommen. Kannst du mir einen Karten? Denk mal an irgendeine Karte, okay? Du hast eine? Okay. Wenn man drauf ist, denk an die Karte. Okay, dann ist gut. Ich fasse nichts mehr an, ich habe alles vorbereitet. Sag mal laut für alle, welche meine Karte. Die kann ich hier und wir sind hier entscheiden. Letzte Chance. Geh mal genau in der Mitte der Kopf. Genau in der Mitte, kannst du das? Sehr cool, wenn da jetzt der Tippkönig gewesen wäre, oder? Also es ist noch krasser, ja? Wenn du genau zum Tippkönig hast du gemacht, bin ich? Wir mal winken. Hallo, hallo. So Freunde, wir sind fast vorbei. 10 Minuten haben wir noch für die erste Schicht. Und der gute Johnny, der hat ja jetzt schon so oft versucht, mich zu foolen. Fool me. Okay, die Karten sind durchgemischt, siehst du? Ja, darf ich einmal abheben? Ja, du darfst sogar mischen. Kannst du noch einen, den ich schaffe? Okay, ja. Okay, ja. Also, wie gesagt, die Karten sind durchgemischt. Ja. Siehst du hier? Ja. Ja? Okay, pass auf. Das habe ich gerade nicht. Egal, ja? Nein. Denk dir mal eine Zahl zwischen 1 und 13 aus, aber sag sie nicht, ja? Nur denken, okay? Ja.
ich zeig dir gleich 13 Karten so. Und an der Stelle, also wenn du jetzt eine 5 hast, merkst du dir die fünfte Karte, die ich dir gezeigt habe. Aber nichts sagen, sondern... Du hast gesagt zwischen 1 und 23, oder? Nein, 13. 13, okay. Ja. Also wenn ich dir die 5 gezeigt habe, dann genau. Hast du ja. Da. Aber nichts sagen, ja? Ja. Okay. Okay, hast du deine? Ja. Nicht vergessen, ja? Ich mache jetzt eine kleine Vorhersage, ja? Ja. Er geht mit der Kamera schön hoch. Nein, nein. Okay. Welche Zahl hattest du, also zum ersten Mal jetzt, welche Zahl hattest du und welche Karte? 4 Herz 2. 4 Herz 2? Okay, pass auf. Ich habe das Kartendeck, ich mache hier gar nichts. Ganz da hin. Die Herz 2 ist die einzige und dritte Karte. Wir hatten eine Wette, oder? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Lars, es dir gut geht, du hast mich gefoolt. Ja komm, da kann man auch mal klatschen für den Jonathan. Ich habe den Johnny jetzt gerade zurückgefoolt. Also zweimal hintereinander mit dem selben Trick. Genau bei dem Trick wurde ich nämlich beschuldigt von sehr, sehr vielen Menschen in Berufskreisen, dass ich meine Videos fake. Habe ich irgendwas mit dir abgesprochen? Nein. Bist du gefoolt? Ja. Ihr könnt mich mal. Nimm mal die Kamera. Ich will den jetzt mal nochmal vor der Kamera vor. Ein letztes Mal. Läuft schon. Ja, ein letztes Mal. Okay? Du hast eine Karte in deinem Gedanken? Ja. Ja? Nimm mal in der Hand. Schaffst du einhändig zu bedienen, ja? Ja. Sag mal laut für die Kamera, welche war deine Karte? Kreuzkönig. Kreuzkönig? Du willst dich nicht überentscheiden? Nein. Eine Chance hast du noch. Willst du dich überentscheiden? Kreuzkönig. Es ist nichts abgesprochen. Und es ist nicht abgesprochen. Ist es nicht. Es ist einfach so clean. Er ist der mit dem Seil. Ja. Ja. Oberhalb der Mitte. Ja. Welche war deine Karte? Bist du wieder gefoolt? Ja. Okay. So, Freunde, es ist in... Ach, es ist schon 7. Wir haben Feierabend. Egal. 5 Minuten machen wir noch. Wir haben jetzt eigentlich Feierabend, aber hier sitzen noch ein paar ganz, ganz, ganz korrekte Dudes und wir machen jetzt ein Color-Change-Battle. Okay. Ich fange an. Okay. Du bist dran, Johnny. Du bist einfach vom Kontrast von Pik 3 zu Karo 3. Egal, Marklin, du bist dran. Do it. Oh! 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 Sehr schön. Ja, nett. So, jetzt. Weißt du, das ist einfach so stumpf, dass es halt richtig gut ist. Weißt du? Okay, do it. Ja, sehr nett. Karo 2. Do it, Johnny. Und zwinkern, zwinkern, zwinkern! Ja, nett! Ja, aber versuch, dass du nicht von hier nach hier landest. Ich passe immer das Handgelenk an. So, und? Handgelenk anpasst. Warte, vom Winkel her besser. Achtung! Genau, genau so. Go! Oh yeah! Jawohl! Nee, doch, der war clean! Okay. Warte, ich will besser drin. Schau mal. Ja, sie ist Copyright an Heido. Der ist fresh. Bist schon müde, oder? Soll ich den 10-fach wieder raushauen? Okay, dann geht's. Ja, okay. Oh mein Gott. Dieser Gesichtsausdruck. So, Freunde, Tag 1 ist geschafft. Meine Stimme ist komplett im Eimer. Und jetzt das Ganze noch dreimal. Jamina hat einen Salbei-Bonbon für mich. Danke, Jamina, Ehrenfrau. Ich hasse Salbei, ne, aber musst du jetzt müssen wir Olli finden, der steht nämlich irgendwo illegal. Also wie immer. Wie immer. Und dann gehen wir was essen. Ich habe das Gefühl, meine Konsole ist richtig langsam geworden seit der Score-Tour. Olli wartet auf Red Dead Redemption 2. Und ich habe keinen Speicherplatz. Kennt ihr das, wenn die Playsee voll ist und ihr alle Spiele für ein einziges löschen müsst? Mal gucken, wie lange dauert's. Mein Gott, was war das? Ich hab keine Ahnung, ich bin müde. Berechnungen laufen. Das ist echt traurig. Oh, Olli, wo sind alle Rechnungen?
Die müssen morgen früh mal am Finanzamt sein, Olli. Kannst du Nachtschicht machen? So, liebe Freunde, Tag 2. Stimme bisschen erholt. Er hat mir einen Schal geliehen und seine Jacke. Doppel-Ehrenhai und dasselbe Spielchen. Noch einmal. Steht hier? Spielchen. Wegen... Spiel. Ja. Freunde, Tag 2. Ja, auf jeden Fall. Es ist schon wieder fast Feierabend. Dann komme ich aber erst zum Vlog. Hier sitzt auch eine coole Truppe auf Squad-Tour-T-Shirt. Ja, nett. Gibt's übrigens noch links in der Videobeschreibung. Oh, Songy-Modi gibt's bald wieder links in der Videobeschreibung. Und hier der Johnny, der hat ja gestern schon richtig rasiert. Und alter Schwede, der hat mir gerade Control gezeigt. Ich habe gerade geweint. Kannst du mal vorführen? Okay, 2-2er. Bitteschön, viel Spaß damit. Ja. Also ohne Witz, Freunde. Ich bin einfach komplett gefühlt davon. Er hat mir den dreimal vorgeführt, er musste mir den echt erklären, dass ich ihn checke. Junge, das ist heftig. Daumen hoch, Kaufmann-Merch, gibt's bald. Marius mit dem krassesten Hoodie der Welt hat übrigens auch noch was Schönes für euch. Und zwar ein bisschen nichts. Ja, nett. Ne? Ja. Okay, und jetzt die letzte noch, oder was? Nee, ohne Witz. Warte, du hast es auch gestern Abend erst bekommen, oder nicht? Ja, genau. Du hast es an einem Tag so clean gelernt. Das ist eine Abendübung. Ja, genau. Eine Abendübung. Kauf mein Merch. So, Freunde, wir sind fertig mit allem. Das war die Spiel in Essen. Ja, auf jeden Fall sind hier noch ein paar sehr, sehr coole Menschen. Zum Beispiel der Tim, der hat mich nämlich gefoolt bei Fumi Staffel 2. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an ihn. Und der Tim, der hat was richtig Krasses. Und er zeigt mir das jetzt. Er wird nicht bezahlt von mir, aber er wird gezwungen. Let's go. Ja, Rubber Through Hand. Ich weiß nicht, manche von euch kennen das. Man hat ein Gummiband rum, dann lässt man das von Finger zu Finger springen. Oh, ja. Das hat erstmal schon passiert. Ja. Ihr seht da nichts, ne? Wir haben da nichts, Und... Oh, über den ersten Finger, das ist so schön. Ja. Sah schon ganz okay aus. Ja. Probieren wir es nochmal über den zweiten Finger. Junge! Und der letzte ist eigentlich immer am coolsten. Kann nochmal zeigen, ich habe jetzt zwar noch andere Gummibänder drin, aber das macht nichts. Ich habe auch nichts. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben mich mal wieder gefoolt. Dafür gibt es jetzt aber keinen Just Cars Gutschein. Warte, hast du deinen Gutschein überhaupt bekommen von mir? Ja, sicher. Ja, hast du auch. Okay, Orbitz mit dem Orbitz, sehr schön. Die V5er oder die 4er? Sehr schön. Aber ich habe aber auch was Schönes, Tim. Ich habe hier einen Gummiband von dir ausgeliehen. Guck mal. Tschüss. Ciao. Ist ja eigentlich unmöglich, siehst du, wie die Gummibänder verhakt sind ineinander? Es ist unmöglich, dass ich in irgendeiner Form jetzt hier das durchdringen kann, korrekt? Aber schau mal. Okay.